Moin. Wie versprochen drehe ich heute mal eine Runde zum Habelsberg. Ob wir ganz in Luft kommen, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja. Jetzt sind wir hier hinter dem Tanner Schloss. Hinter mir fließt die Ulster. Oder ist es? Ne, die Ulster ist weiter vorne, glaube ich. Nebenarm, glaube ich, wegen Mühle und was weiß der Geier nicht alles. Müsste man mal auf der Karte gucken. So genau weiß ich es auch nicht mehr. Zeige ich euch nachher mal. Ich nutze zum Navigieren mittlerweile Topo GPS. Habe mir für 3,99 € die Deutschlandkarte runtergeladen. Einwandfrei, da ist auch jeder kleinste Weg drauf verzeichnet. Ja. Als Backup habe ich eine normale Wanderkarte noch im Rucksack. Und let's go! Na ihr, wie geht's euch?
Ja, auf dem Boxberg habe ich auch schon eine Nacht in der Wiese gelegen, im Sommer. Unterlage, Isomatte, Penntüte, fertig. Dann hast du einen schönen Sicht drüber zur Wasserkuppe und so. Muss dann morgen schon gucken, wie sie sich todesmutig in die Luft stürzen. Also wenn man wirklich wenig Zeit hat, viel Stress hat im Arbeitsleben oder auch privat, also so ein Wochenende hier tut schon gut, ne? Verlängert es vielleicht Freitag bis Montag. Und so mal Campingplatz, Ulstertal, ja, Wohnmobil oder Zelt oder Tarp. Ist auch nicht so teuer, Preisliste findet ihr im Internet. Wenn ihr da allerdings abends was essen wollt, vormittags anrufen, nachfragen, ob sie Zeit hat, was zu machen, was Richtiges. Weil die auch Bewirtschaftung macht und so von Gastgruppen, Geburtstagen. Weil von so einem Campingplatz allein kannst du halt nicht leben, ne? Saisonbedingt. Außer es gibt so Gestörte wie uns, die rund ums Jahr durch die Gegend rennen und froh sind, sie irgendwo eine Dusche finden, wenn es kalt ist, und eine Toilette. Ein paar freundliche Worte, ne? Ja. Kühle Getränke. Thüringer mit Pommes hatte ich letztens als Notverpflegung gekriegt. Ja, geht. Ja, der Akku langsam mal wechseln, genau. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, kurz was zur kleinen Sicherheit im Wald. Ich träume auch gern vor mich hin und eben bin ich rechts abgebogen oder auch ein paar Meter zu weit in die andere Richtung. Aber wo man halt aufhören muss zu träumen, das ist jetzt mit der Mega-Witwenmacher.
Aber wenn ihr sowas seht, gleich mal höher gucken, Fahrbahnseite wechseln, immer im Auge behalten, kann ein Windstoß kommen und dann kommt er runter. Ne? So. Sind jetzt hier fast 580 Meter. Hier geht öfters mal eine kleine Brise und so. Ja. Verhindern kann man im Endeffekt nichts. Wenn es soweit ist, ist es soweit, aber ein bisschen Zeit kann man sich schon selber verschaffen. Den Weg und dann kommt ihr weiter zum Boxberg. Mit besagter Aussicht zur Wasserkuppe.
Aber ich leite langsam den Rückweg ein. Und ein bisschen was essen unterwegs. Das Wetter soll ja nicht so berauschend werden. Ich will mal gucken, wenn es am Dienstag nicht so stürmisch ist. Es soll ja hier in den höheren Lagen auch Schnee fallen, dass ich mich dann nochmal nach draußen bewege. Mit Kamera. Ja. Da kommen auch Wanderer. Vorführeffekt, you know. Du hockt auf. Ist immer so interessant oder so witzig, wenn du 10 Minuten Aufnahme gemacht hast und dann guckst und ja, hast gar nicht Rekord gedrückt. Ne? Das kennen ja sicher viele. Stummkopf hätte ja Wasser unterwegs mitnehmen können. Ne? So ist das. Nee, wir machen nicht mit dem Feuerstahl im Wald das Gas an. Social Media, ihr wisst.
schön machen, oder? Soll auch ein bisschen was aussehen. Ja, das wollte ich eigentlich gestern mit dem größeren Rucksack schon erzählen. Aber war dann mit dem Kopf doch wieder woanders. Und zwar ist ja immer so ein Thema in der Community, wie schwer darf dein Rucksack sein? Ne? Maximal sagt man ja ein Viertel von deinem Körpergewicht ungefähr. Und ich, meine Erfahrung sagt mir halt, der darf nur so schwer sein, dass du aus den Knien mit dem Teil wieder hochkommst. Ne? Aber wenn du so mal hinfällst und dich nicht verletzt, kannst du ihn ja abschnallen und so und dann wieder hochheben. Aber wenn du irgendwo wegrutschst und bist auf einer Steigung, landest auf den Knien oder nur auf einem Bein, dann also solltest du schon in der Lage sein, den hochzukriegen. Ne? Ja, wie früher im Hakengurt. Ne? In die Knie und dann gib ihm. Feuer frei. Ja. Ja, wäre so meine Empfehlung. Ne? So. Ich mache mittlerweile auch nicht mehr so große Touren, bis alles wehtut. Mach mehr Pausen. Und hier ist halt in der Gegend ist das Schöne, du hast überall Sitzbänke, ne? Meistens außer halt in der Nähe und in Naturschutzgebieten. Das versteht sich von selber, sollte man da auch nicht machen. Ja. So. Ganz gemütlich dann, ne? So. Ja. Genau. So sieht's aus, gell?